Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Wir sind die Ravernas und heute reagieren wir auf den guten Herrn Manuelsen 2 Meter. Jo, der Ist, was ein letzte. Titel. Ja, Mann, aber passt, ganz Zwei ehrlich. Meter. Passt. Was war der letzte Track? Wir können uns erinnern, das war Tossed. Ah, genau. Brachial. Also, Naja. der Track ist ja Tossed. mal durch diese ganze Szene gegangen Ja. und jeder hat sich einfach mal damit beschäftigt. Und ich kenne keine Reaction, wo nicht gesagt wurde, dass einer der besten Tracks von Manuelsen ist. An dieser Stelle auch, An Manuelsen dieser hat Stelle. ja dieses Ja, Reaction. Mann. Wie nennt man Diese das? Reaction-Compilation Das, da was du auf gemacht. unserer Story Ja, hast. ja, ja. Wie Nochmal fandst danke du fürs das? Anschauen, Manu. Hat uns gefreut. Und ja, in diesem Sinne, mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Sage ich dir ganz ehrlich, ich bin echt Yes. gespannt. Und ich hoffe, dass er so ein Shit wieder macht, weil es war Ja. schon brachial. Oh, und wie die Ach, Telegram-Gruppe stimmt. den Song bewertet hat, 2 Meter, wird einmal hier eingeblendet. Checkt das Ganze ab. Wie ihr mitbewerten könnt, Leute, wartet am Ende des Videos ab. Da erkläre ich es noch einmal, beziehungsweise meinem Bruder. In dem Sinne. Beziehungsweise meine Schwester. Irgendeiner von uns erklärt. In diesem Sinne, Beziehungsweise. let's go. Wer war das? Achso, das war die Pädophilen-Sache. Rapper jagt Pädophilen, stand da. Wie? Manuelsen hat doch mal so ein Pädo gejagt. Ah, stimmt. Oh, das habe Richtig ich witzig, mitbekommen. ey. Zwei Meter vom Grab, 2 Meter vom Grab, weiß durch alles, was ich sag, nenn ich sag. Mein Griff zu einem Million, ein Glitzer meines Tons, noch gefickt von meinen Dämonen. Europa, der noch vorne, im Bentley Continental mit der Gun. Ich bin 2 Meter vom Grab, 2 Meter vom Grab. Stopp drücken, du. Boah, irgendwie, ich könnte mir so gut Michael O. gerade auf diesen Song mit vorstellen. Richtig gut. Das hat irgendwie New Jack City Ja, Feel, obwohl es irgendwie ja. nicht in die Richtung geht, aber trotzdem. Warte mal, wie ist das Album nochmal? New Jack City. Das Album? Ja? Okay. Ja, das ist voll so Mhm. ein Feeling, Digga. Richtig. Irgendwie ja. So. Durch alles, was ich sag, ich mach Boss-Business mit Glock 17, Versace für den Pain, Nigga. Prince Money, ich tanz durch Purple Rain, Nigga. Meine Blockwände sind grau. Grind Mob, Bloody City, Diggin', no way out. Sitz im Coupe, mach Nigga, tut up, was flex, flex. Kill em all, Nigga. Who's next, Nigga? Nigga. Dein Schwein von Idolos ist keiner geholt. Und, der nächste Rapper, der redet frisch rot und. Der kann so gut Sachen einfach verdeutlichen, und das ist unglaublich. Gestik, Mimik, Stimme. Und da ist der King darin. Passt einfach. Der Drill ist jetzt auf Houston, Nigga. Sklaven, Drip, Shame, Reaction an die Füßen, Nigga. Ich schieße ihn aus von der Erde. Der Angriff ist für immer, keiner fickt mit meiner Ehre. 2 Meter vom Der Grab, kann gut solche 2 Meter Dinger vom Grab, machen. weiß durch alles, was ich sag, Nigga. Mein Griff zu einem Million, Blitze meine Stones, noch gefickt von meinen Dämonen, Nigga. Europa, der ihn umfahren, Nigga. Kurze Reaction-Pause. Und jetzt reagieren wir weiter. Bentley Continental mit der Gun, Nigga. Ich bin 2 Meter vom Grab, 2 Meter vom Grab, weiß durch alles, was ich sag. Ich mach Boss-Business mit Glock 17 und Fendi für den Pain, Nigga. Cypress Hill, ich tanz durch grünen Rain, Nigga. Mein Pistolenlauf ist smart, MH45, ich ficke deine Stadt, Nigga. Oh. Jetzt siehst du ihre Muskulosität. Oh wow, Oberschenkel. Oh wow. Oberschenkelmuskeln. Wollte ich auch gerade sagen. Wer hat da gesagt? Mal gesagt? SpongeBob. Dieser Typ, wo der da steht, sagt: Oberschenkel. Oberschenkelmuskel. Weißt Oberschenkelmuskeln. Schuss, Knie, Schuss, Schädel, Nigga. Wow, so Baba Flow, langsam so anders, Nigga. Nigga. Hurensöhne wollen immer haten, aber ich gebe kein Gesicht. Ey, gebe keinen Scheiß. Die Cartier Sound, das ist Eis. Die Cuban ist Eis. Ey, für Rapper, die reden, hab ich ne Kugel aus Blei, Nigga. Ich schieße ihn aus ins Gesicht und Verwandten Tränen tropfen, Digga, das Leben ist ne Bitch, Nigga. 2 Meter vom Grab. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sagen will, aber ich find's. Ah, das fühlt sich immer falsch. Ich weiß, er kann es sagen, aber ich fühle mich immer falsch, wenn es jemand sagt. Weißt du das Wort? Und er hat so oft gesagt, ich meine, er ist schon Schwer nicht zu berechtigt. rappen. Ja, sehr schwerer Ja. Track zum Betrappen.
Rover, der ihn umfahren, Nigga. Im Bentley Continental mit der Gun, Nigga. Ich bin 2 Meter vom Grab, 2 Meter vom Grab, meist durch alles, was ich sag, Nigga. Okay, ich bin bei sowas voll sensibilisiert worden. Ist aber gut. Okay, ich muss. Dürfen wir unsere Meinung jetzt äußern? Ja. Ja, natürlich. Guck mal, ich habe euch mal gesagt, dass ich bei Manuelsen immer das Problem habe, da stehen Schüler, gell? Mhm. Jetzt gerade wieder in so einem Moment. Alles krass, irgendwie, was der macht. Aber es kommt bei mir nicht an. Weil ich, ganz komisch, beispielsweise, wenn ich mir seine Videos bei Mois anhöre, gell? Wenn er so zwischendurch singt, ich denke so, boah, Manu. Ja, ja, ich weiß nicht. Aber gerade war irgendwie sein Gesang hat mich so. Es ist gut, aber es überzeugt mich gerade null. Ich weiß nicht warum. Ich muss sagen. Liegt es am Autotune in der Stimme? Weil der klatscht trotzdem noch Autotune drauf. Ja, nee, sing doch normal. Nein, ich finde, das hat schon seinen Drip. Es hat schon seinen Drip. Das ist die Attitude bei dem. Du musst es, ich glaube, du musst es einfach fühlen. Die Eigenschaften von ihm. Du musst verstehen, warum er gewisse Züge hat, warum er so rappt, wie er rappt, warum er das gut findet. Wenn du das nachvollziehen kannst, dann fühlst du den Shit. Ich glaube, der will ein bisschen modernen Sound machen. Egal, was der bis jetzt gemacht hat, ich habe den immer selbst rausgehört. Also immer, dass er selbst diesen Song gerade aus Herz auch macht. Also nicht, dass es gerade zwangsweise so ist. Also ich konnte bis jetzt wirklich alles fühlen, so was er gemacht hat. Mhm. War für mich jetzt nichts fake oder so. Na, fake will ich auch nicht sagen. Oder so verstellt, auch nicht minimal so. Auch nicht, das will ich aber auch nicht sagen. Okay. Das hat aber ich weiß, was der bei dem jetzt meint. Das hat mich auch nicht so gecatcht, wie das letzte Mal zum Beispiel. Trostet hat der, da hat der ja einen rausgehauen, das war ja nicht normal. Ja, klar, aber das ist ja, das geht ja nicht in diese Tosset-Richtung. Ja, deswegen, ich weiß. Das ist ja nochmal was anderes. Aber es, ich glaube, da hier, spielen wieder Meinungen. Ja, hier, guck mal, guck mal, eine Stelle, wo ich den gefühlt habe, war dann diese eine Stelle, wo der. Oder dieses. So ein bisschen ja, so. Da hat er das sehr passend zum Track gemacht, die ganze ja, Sache. Ja, finde ich auch. Und da dachte ich mir, boah, Manu. Ganz krasse Stelle. Ja, warum hat er das nicht über Tracklängen gemacht? Frage ich mich. Nein, ich einfach aus der künstlerischen Sicht. Ja. Ich finde es schon gut, dass er es nur an einer Stelle gemacht hat. Ja, das war zu überall. Ja, ich meine nicht die ganze Zeit. Beispiel, aber damit er variiert, meint ja, guck dir mal Luciano. Der macht auch seinen eigenen Style, aber auf ganze Tracklänge. Und da kommt es ja auch nicht so vor, als würde es irgendwas too much. Weißt du, was ich meine? Es war ich weiß nicht, ich feiere Manuelsen einfach, weil er so, genau so ist. Ja, dafür für mich war der immer also so gut. Ich mag den auch sehr. Für mich war so jetzt viel. Nur dieser Track jetzt nicht persönlich. Ich habe seinen Alben auseinandergeschlachtet. So, Nö, weißt du das? Ich habe das oh so oft Gott. Mit dir gehört, weil so du es gehört hast. Und ich habe es auch so Löwe gefeiert. Ich auch gehört. Löwe, krass. Und Gerüchte. Gerüchte. Gerüchte 1 war so eine Legende, Digga. Und sie erzählen von Christen. Okay, na dann. Vor allem der zweite Part, heftig. Oh, das habe ich so. Wo der die Auflösung macht. Okay. Heftig, ganz aus. Okay, mach lass mal auslaufen. Ja, also stimmt. Gut, in dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Einmal in der Videobeschreibung findet ihr die Telegram-Gruppe, die ich schon am Anfang erwähnt. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr in die Gruppe rein, könnt beim nächsten Mal mitvoten. Und Leute, wenn ihr Lust habt, Instagram könnt ihr uns auch folgen. Da kommen nochmal ganz andere Videos, die nichts mit Rap zu tun haben. ASMR, die Ravenas. Meistens Architekt. Jawohl.